Gut. So viel, so lange hat es jetzt doch nicht gedauert, bis wir hier im Hylia-See fertig sind. Wir können jetzt hier noch eine Wundererbse pflanzen. Ah nee, aber jetzt müssen wir mal ganz kurz an einen anderen Ort hingehen, um uns zwei Herzteile abzuholen. Also jetzt können wir erstmal hier noch eine Wundererbse pflanzen für später. Oh Mann, ey. Ich glaube, es kann wirklich noch ein ganz klein bisschen dauern, bis wir uns auf den Tempel zu bewegen. So, hier kommt jetzt noch das Teil hier rein. Zack. Voll daneben gepflanzt, eigentlich. Tja. Okay, dann. Okay, aber jetzt, wo gleich Nacht wird, gerade Nacht wird, hole ich mal ganz kurz, ganz schnell mal eine Skulptur ab. Ganz, ganz schnell. Es gibt 100 Skulpturas, oder? Ja. Nee, oder 200. Ah, Mist, ey. Nee, es waren 100. Bin mir recht sicher. Yes, genau. So kann man sich's mit Leichtigkeit, kann man sich's auch holen, diese Skulptura. Und dann gab es da ganz vorne noch Skulptura. Jetzt, wo wir im Hylia sind, können wir diese zwei ganz schnell mal holen. Was? Jetzt, wo wir am Hyliasee sind, so. Wo war diese kleine Windsinsel? Was können wir holen? Jetzt, wo wir am Hyliasee sind, können wir ja mal ganz kurz diese zwei Skulptura holen. So, da vorne ist diese kleine Ach so. Windinsel. Ja. Den Anfang des Satzes hättest du nicht wiederholen brauchen. Den habe ich ja verstanden. Zack, 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 Was hätte zack. Navi jetzt wohl zu sagen? Gut, hier ist die nächste Skulptur. Keine Ahnung, warum ich jetzt mit der Schleuder abgewartet habe. Das war eine totale Verschwendung eigentlich. Ja. Ja. Und weiter? Sergios Chaoshirn halt. Ich glaube, ich sollte nicht nochmal mit Müdigkeit aufnehmen. Bist du müde? Ein bisschen. Ja, dann spielen wir doch bis zum nächsten Tempel noch, bis du zum Eingang gehst. Jo, vielleicht will mir den Tempel auch noch machen. Bin mir nicht ganz schlüssig. Eigentlich will ich ja den Tempel damit den auch noch mal kurz machen, dann nachdem ich den Stein bekommen habe, die Aufnahme beenden. Das dauert denn. Wir sind jetzt wirklich gleich fertig mit diesen Scheiß. Questen hier. Da, 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 da. Wobei es jetzt hier ein ordentliches Hin- und Hergerinne sein wird. Ja, Mann, hey, mach doch mal hin, Link. Okay, aber jetzt können wir uns hier nochmal einen schönen Herz abholen. Oh Mann. Ja, es hätte sich hier noch so gut verteilt. So. Ja, so leicht zu kriegen. Ja, hier gab es irgendwann ein Secret-Loch, aber ich bin mir jetzt nicht ganz schlüssig. War man dazu gezwungen, dieses bestimmte Item zu benutzen? Damit man es finden kann? Ich glaube, ich hoffe nicht. Weil sonst. Nee. Dieter. Oh. Vor dir liegt der Hylia-See. Du bist zwar gerade erst reingegangen, aber ich erzähl's dir trotzdem noch mal. Die Toras, die im Osten des Landes leben, sind die Hüter des Tempels, der sich auf dem Grund des Sees befindet. Da war ich auch schon, da warst du zwar auch schon, aber ich erzähl's dir trotzdem nochmal. Willst du dir den Ort auf deiner Karte betrachten, so drücke Start und begib dich mit L oder R zum Kartenbildschirm. Alle Orte, an denen du schon einmal warst, werden dir auf der Karte anzeigen. Muss ich meine Worte wiederholen? Nein, musst du nicht. Geh nun. Ja, wenn du mich nicht zuquatschen Komischer wirst. Vogel. Ich finde ihn eigentlich fast noch nerviger als Navi, wenn ich ehrlich bin. Aber er ist eine Eule, Mann. Oh ja, gut, dann nehme ich eben mein Holzschild. Ja. Los, hau dich. Bäm. Gut. Er gibt sich wieder. Ich bin verzwungen. Verschone mich und ich werde dir ein Herzteil zum Kauf anbieten. Ein Stück kostet 10 Rubine. Oh ja. Danke. Oh Mann, ey, 10 Rubine. Was billigeres. Am billigeren Preis für ein Herzteil gab es euch vorher noch nicht. Gibt's glaube ich gar nicht. Ein Stück?
10 Rubine, dann könnte man auch gleich mal irgendwie einen 100er-Pack kaufen, oder? Hm. Stimmt so. Wo der sich ausdrückt, so da praktisch würde da in diese ein Stück 10 Rubine ist ja so aufgebaut, dass man da eigentlich auch eine 1000 hinpassen würde. Das ist von diesen Nervpflanzen, wie ich hier nicht die hasse. Die gibt's aber auch nur als junger Ring. Ich verfolge mich die ganze Zeit und ja. Die sind zwar nicht gerade stark, aber die gehen mir total auf die Nerven. Kannst du mich verstehen, Dario? Ja, total. Ich glaube, ein bisschen spulen werden wir vielleicht doch, weil dieses Rumgerenne, ich denke, es gibt schon was Aufregenderes. Und unser Gequatsche ist jetzt auch nicht gerade so wichtig. Oh Mann, ey, kann ich gehen? Nö. Du musst gehen, mir ist langweilig. Ach so, ich kann ja immer noch wieder was zu Wii U sagen. Ich habe ja mich nicht gerade wirklich groß über das Thema befasst. Skyward Sword, also ich kann ja mir sagen, was ich zu Skyward Sword... Ach nee, das hebe ich mir lieber fürs Spiel selbst auf, wenn ich das playe. Aber also, Skyward Sword war ein okayes Zelda. Es war ein Zelda, was man gespielt haben könnte, aber nicht muss, meiner Meinung nach. Also, es ist ein Zelda halt. Aber ein Zelda, was nicht so toll ist, es wird kein Zelda sein, was ewig keine Erinnerung bleibt. Das wird es auf keinen Fall. Es wird kein Zelda wie Ocarina of Time. Ocarina of Time es kennt halt viele, so. Aber, ja, es ist halt jetzt seit 98 ist das Spiel immer noch in Erinnerung geblieben und es wird immer noch als einer der wichtigsten Titel sein. Das war jetzt selten dämlich, ja, es war jetzt sowas von dämlich. Aber ich muss ja so oder so zweimal darunter rennen, darum rennen. Weil ich ja jetzt erstmal das zum Wasserfall will. Lalala, ja, okay. Au. Aber ich kann hier mit mir die bunte Erbse pflanzen. Ich glaube, der Vorteil einer bunten Erbse ist dann, dass ich dann später dann nicht extra wieder da hochrennen muss. Mhm. Gut. So, Hühnchen, ich brauche die jetzt nochmal. Ach ja. Also, und Zelda für die Wii U. Ich habe da hohe Erwartungen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe die Hoffnung, dass es wieder ein großartiges Zelda wird und kein Zelda, wo man sagen kann, es ist ein Zelda, was okay ist. Wie Skyward Sword halt. Ist gerade nach oben weggeflogen. Weil er nicht da sein durfte, wahrscheinlich. Also und ja, bei Skyward Sword ist halt wie gesagt ein Zelda, es war halt nichts Besonderes. Die Atmosphäre war nicht besonders stimmig, das Level-Design wirkte recht gekünstelt und zweckmäßig. Allgemein wirkte das Spiel, also Nintendo hat sich das schon leicht gemacht, dass man jeden Ort hier dreimal besuchen muss und ist, also irgendwann beim dritten Mal geht es dann schon auf die Nerven, dass man den bereits besuchten Ort dann nochmal aufsuchen muss und sowas. Also Nintendo hat sich das schon einfach gemacht bei der Entwicklung. Mhm. Und deswegen wurde es jetzt kein Zelda, wo man gehofft hätte, es wird jetzt ein mega geiles Zelda, weil ich hatte jetzt wirklich hatte damals auch schon hohe Erwartungen zu Skyward Sword. Und ja. Und ich bin jetzt nicht wirklich hundertprozentig wurde es meiner Erwartungen jetzt auch nicht gerecht. Also okay. Ich mache jetzt mal ganz kurz einen kleinen Cut und wir sehen uns dann gleich in der Gerudo-Wüste wieder. Bis gleich. Da sind wir wieder. Ja, nochmal den ganzen Weg nach oben rennen. Sehr cool und so. Jetzt brauchen wir noch ein zweites Mal das Huhn. Um nämlich... Hühner haben bei Zelda eine ziemlich große Rolle, oder? Stimmt, ja. Die kommen sehr häufig vor. Bis auf Wind Waker und Skyward Sword, das gibt's hier ja gar nicht. Okay, jetzt muss ich mir gerade ein bisschen... Jetzt fällt mir gerade die Orientierung dein leicht Schatten schwer. Fällt auf Luft. Wo ist jetzt hier? Ich sehe gerade nicht. Ah, hier, okay. Keine Ahnung, was gerade. Gerade hatte ich gerade meine Orientierungsschwierigkeiten. Und heppa. Herzteil. Okay, wie viele findest du noch? 95 auch.
Okay. Die Energieleiste, ja. Damit vier Teile. Anscheinend. Yay! Okay. Nichts gebrochen, kein Schädelbasisbruch aus dieser Höhe, direkt ins Wasser. Link ist halt ein Übermensch. Na klar. Gut. Was ging jetzt wirklich schnell? Kann mir jemand erklären, wie sie eigentlich auf das Outfit von Link gekommen sind? Keine Ahnung, aber ich muss sagen, es hat irgendwie was Cooles. Ich weiß auch nicht. Irgendwie, es sieht halt nicht üblich aus. Mir ist es zumindest lieber als so ein langweiler Ritterrüstung oder so. Okay, jetzt hab's. Ehrlich gesagt, ist es mir steierhaft, wie man auf so ein grünes, komisches Dress kommt hier. Okay, aber daran merkt man eben, dass Nintendo schon Ideen hat. Hey, mit den beiden habe ich noch gar nicht gequatscht. Keine Ahnung. Wir haben Prinzessin Ruto immer noch nicht gefunden, obwohl wir sogar am Hylia-See suchten. Ach du Heilige. Also bei Mario Galaxy hat Nintendo besonders bewiesen, dass sie schon recht coole Ideen haben können. Ich verstehe trotzdem nicht, warum das Outfit unbedingt so ein grünes Ding sein musste. Ja, die haben sich an Kasper orientiert wahrscheinlich. Wir sind gewandte Taucher. Wie steht's mit euch? Wollt ihr ebenso meisterlich tauchen, dann drückt A. Wow. Hat natürlich irgendwas anderes noch gelabert. Alles, was in Hyrule entspringt Zoras Quelle. Das Wasser fließt durch den Zora-Fluss und schließlich in den Hylia-See im Süden Hyrules. Wunderbärchen. Okay, wer erinnert sich noch an diese Flasche, die wir gefunden haben? Ich gerade mal so noch. Wobei es gerade fast aus meinem Gedächtnis gelöscht wurde. Ich musste es dann noch ganz schnell retten und musste mir eine SD-Karte kaufen, damit ich es noch irgendwie im Speicher behalten kann. Ja, ich hatte gerade ein Virus in meinen Hirn, deswegen wurde es fast gelöscht. Verstehst du? Ja, absolut. Okay, da war es drin in der Flasche. Ein Brief. Oh mein Gott. Dieser Brief. Er ist von Prinzessin Ruto. Lass mich lesen. Sie ist im Bau von Lord Yabu Yabu? Das ist doch nicht möglich. Lord Yabu Yabu ist unser Schutzheiliger und würde Prinzessin Ruto niemals verspeisen. Doch seit dieser seltsamen Fremdling namens Ganondorf unser Reich besucht hat, benimmt sich Lord Yabu Yabu etwas sonderbar. Der Brief scheint echt zu sein. Ihr dürft Prinzessin Ruto suchen, wenn ihr mögt. Passiert das Tor mit hinter mir. Ich behalte diesen Brief. Nimmt diese Flasche, in der er sich befand. Ihr werdet sie bestimmt nutzen können. Bitte findet meine liebste Prinzessin Ruto, so schnell ihr könnt. Okay, das tun echt so, als wären Flaschen irgendwie was Besonderes. Ja, irgendwie verstehe ich nicht, jetzt wo ich darüber nachdenke. Sie wurde verschlungen. Wie zum Henker hat sie jetzt diesen Brief geschrieben, in eine Flasche gesteckt und dann rausgeworfen. Der Mund hat sich ja sicherlich nicht einfach so geöffnet von Lord Yabu Yabu. Und nee, überhaupt, der Arsch. Wie sollte er bitte von diesem Ort aus zum Hylia-See fließen? Das erschließt sich mir nicht so ganz. Tja, Pech. Hey, aber das mit der Flasche ist logisch. Ja, und da fällt mir eigentlich was vergessen. Ich habe vergessen, die Feenquelle zu besuchen. Im Marktplatz. Cool, ne? Aber ist jetzt nicht so schlimm, weil ich komme ja auch später dahin. Hey, aber weißt du, ist doch klar, der Yabu Yabu, der scheißt ja genauso auch wie alles andere. Kackt er auch durch die Gegend und ist dem Verdauungstrakt von Lord Yabu Yabu anvertraut, die Flasche. Da fehlt mir noch was ein. Ich hab noch was vergessen. No. Das muss ich jetzt wirklich machen. Leider. Leider, leider, was leider. Denn? Ich muss den ja ein. Weil er ja so göttlich ist und so ehrenvoll und so, muss ich ihn ja irgendwann einen Tausch anbieten. So im Sinne von, gib mir die. Ich spuck nur die Prinzessin wieder aus, wenn du. Mir was zum Fressen gibst. Und das machen wir jetzt natürlich mal. Wir müssen nämlich jetzt einen Fisch bringen. Fischi! 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 Du besitzt jetzt einen Fisch. Okay, so. Dann mal auf zu Lord Yabu Yabu.
Wow, wow, wow. Fast wieder runtergerollt. Nein, ich wollte das nicht lesen. Scheiß Schild, ey. Stirb. Aber direkt vor Lord Diablo gibt es nicht noch eine kleine Feenquelle, wo wir eine Fee besuchen können. Was wir natürlich auch gleich mal tun. Und nicht einfach vergessen, wie beim Marktplatz die eine Fee. What the... Scheiße. Oh, jetzt bin ich falsch abgesprungen. Das ist doch nicht wahr. Warum sollte wir so eine scheiß Zäune hier platziert haben? What the... What the... Aber das können wir auch mal dem Lord Diablo mal so von den Seiten angucken und coole Pornofotos machen und so. Der ist ja ganz klein eigentlich nur. Stimmt, ist nicht. Passt irgendwie komisch. Hat so passt überhaupt nicht. Hat so einen riesen Schädel und dann hier so ein Winzling. Ja, das machst du sehr gut, Link. Aber der Fisch, kein Wunder, dass der so schlecht drauf ist. Heißt du, auf der, so ein großes Tier auf der Oberfläche hier? Naja. Man merkt doch irgendwie 98. Wo komme ich jetzt wieder rauf? Mann, ey. Na da. Wie ich die ganze Zeit einfach unnötig alles in die Länge ziehen. Das ist doch nicht mehr feierlich. Oh Mann, ey. So, jetzt mache ich hier mal den Quatschfehler. Also, ich bin so ein Quatschkopf. Depp, 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 depp. Hier ist ein Skutula, aber die können wir leider nicht holen, weil Link keinem noch nicht die Möglichkeit hat, Items aus der Distanz zu holen. Mhm. Also. Bombe. Und jetzt der einzige Anzeichen dafür, dass die Wand ein Fake ist, ist wirklich nur dieser eine Stein, weil man ja weiß, man diesen Stein zerstören kann. Diese kleine Explosion hat jetzt das ganze Teil zum Einschuss gebracht. Naja. Heute werde ich mal keinen für dich spielen. Hier friss. Oh, unsichtbare Wand. So, komm her, Fee. Die Quatsch ist wieder genau, fast genau dasselbe wie jeder andere. Die halten sich wohl selber für sehr geil. Ja. Mit ihren Spitztitten. Hallo, mein süßer Sarold. Ich bin die Federmagie. Ich habe einen magischen Zauber für dich. Sei bereit. So lustig. Was du da laberst. Polygonenfigur. Yay. Pharoros Donnersturm. Ein magischer Teleportzauber, den du mit C einsetzen kannst. Mit dieser Magie legst du einen Teleportpunkt an. Rufst du Pharoros Kraft erneut an, gelangst du dorthin zurück. Du kannst den Teleporter aber auch wieder aufheben und andersrum. Anderswo setzen, ja. Mhm. Wenn du Pharoros Magie beschwörst. Vergiss nicht, Pharoros Donnersturm kannst du nur in einem Labyrinth einsetzen, dem auch eine Karte versteckt ist. Alles klar? Bist du vom Kampf erschöpft? Besuche mich einfach wieder. Gut. Jetzt können wir endlich mal richtig mit der Story weiter voranschreiten und endlich den nächsten Tempel, kann man nicht so sagen, weil, ja. Ich frage mich ehrlich gesagt, warum hier so dieser Stuhl. Ich bin jetzt gerade voll davon erschrocken, als ich durchs Gras gegangen bin. Ich dachte gerade, da kommt jetzt ein Gegner oder so. Ich frage mich, wieso das Loch, wo die Feenquelle hinter ist, so groß ist. Kein Plan. Es muss ja mal ästhetisch aussehen, so ein Eingang zu einer Fee. Okay, jetzt geben wir den Fisch, diesen Fettsack einfach mal seinen Fisch.
Hier, bitte sehr. Oh oh, weh, ich schneide so weit weg, dann kotze ich. Oh, Gott sei Dank. Das wäre jetzt so geil gewesen, wäre ich jetzt so weit weggestanden. Und die Cutscene wäre nicht eingeleitet. Wieso okay. Macht denn jetzt den Mund auf? Oh oh, nicht so sehr saugen. Nein. Wow. Game over. Denk wohl davon. Ja, dieser Stuhl ist auch Game over. Und das ist jetzt hier auch der erste und einzige Tempel, wo man, wenn man einmal drin ist, nicht wieder rauskommt. Ach doch. Wusste ich gar nicht. Man kommt also doch raus. Ist ja cool. Das wusste ich gar nicht. Okay. Okay. Was meinst du, wollen wir den Tempel jetzt machen oder wollen wir jetzt die Aufnahme beenden? Ja, ich denke, es ist schon ein guter Zeitpunkt, um zu beenden. Okay, Freunde. Ja, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Mir ist jetzt nicht viel zum Quatschen eingefallen. Ich bin phasenweise fast eingepinnt, aber hey, es ist immerhin ein klassisches Spiel. Wir werden wahrscheinlich sehr viel spulen in dieser Aufnahme. Viel Ton wegschneiden und uns ist irgendwie unterhaltsam gestalten. Ja, also denn. Also, bei der nächsten Aufnahme bin ich wieder alleine und dann werden wir mal gucken, was in diesem Riesenbauch so drin ist. Wir suchen ja Prinzessin Ruto, die wir hoffentlich auch finden werden. Okay. Ich glaube, der Stuhl will auch noch was dazu sagen. Ja, er ist auch extrem gespannt drauf, was passieren wird. Ja. Ja, ich liebe diesen Stuhl. Wenn ihr wieder, ja, schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt The Legend of Zelda Ocarina of Time for the Nintendo GameCube. See you later. See you later, Alligator. Tschüss. Schnups. Tschüssikowski.